Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Jul TV. Das Kraut, das wir uns heute anschauen wollen, das kennen alle von euch, das ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist wahrscheinlich ein sehr unterschätztes Kraut, was wir überall finden können. Ihr botanischer Name ist Urtica dioica, die große Brennnessel. Es gibt auch noch die kleine Brennnessel, aber wir gucken uns die große Brennnessel an und wir gucken ein bisschen in die Geschichte, wie die Brennnessel ihre Entwicklung genommen hat. Schon in ganz frühen medizinischen Werken finden wir Aufzeichnungen über die Brennnessel und dass damit schon ganz früh gegen Gifte und Verbrennungen gearbeitet wurde und damit kuriert wurde. Schon der römische Geschichtsschreiber Plinius hat geschrieben, dass der Brennnesselsaft bei Verbrennungen hilft, wie der Name schon sagt. Caesars Truppen sollen die Brennnessel dazu benutzt haben, Taue herzustellen und auch Gewebe. Und selbst heute gibt es einige Kleidungsstücke, die mit Hilfe von Brennnessel oder Brennnesselfasern hergestellt werden. Es ist ein sehr reißfestes Gewebe, was dadurch entsteht. Die Brennnessel hat ein paar ganz tolle Inhaltsstoffe. Hier sind zum Beispiel die Kieselsäure oder auch ganz viel Eisen, Mangan, Kalium, Calcium, ganz verschiedene Vitamine, Phytohormone und vieles mehr stecken alles in der Brennnessel. Meine Schwiegermutter hat mir mal eine ganz interessante Geschichte erzählt. Sie kannte eine Frau, die im Zuge der Kriege in Syrien hier in Deutschland ankam und sie war schwanger und sie hat im Krankenhaus dann ein Baby geboren und ihr Mann kam dann und hat ihr ein ganzes Bündel Kräuter mitgebracht und dabei war auch voll Brennnessel. Also auch die alten Völker dort im Osten, die wissen um diese ganzen Wirkungen dieser Kräuter. Wir verwenden von der Brennnessel vor allem die jungen Blätter, die meistens so von März bis Juni blühen. Und man kann daraus ganz tollen Tee machen. Den Brennnesseltee, man nimmt ungefähr 2 Teelöffel und übergießt es mit 150 Milliliter siedendem Wasser. Das Ganze lässt man 10 Minuten stehen, deckt es ab und man kann davon 3 bis 4 Mal am Tag eine Tasse trinken. Man kann aber auch das blühende Kraut verwenden. Das wiederum empfiehlt sich bei rheumatischen Beschwerden. Man erntet es am besten am Vormittag im Sommer, wenn es trocken ist, und dann kann man sich davon einen Tee herstellen. Aber auch die Samen der Brennnessel kann man verwenden. Die erntet man dann im Spätsommer und die Samen sind ganz besonders wirksam zur Stärkung des Körpers und des ganzen Organismus. Auch die Wurzeln der Brennnessel kann man verwenden, nämlich wenn man eine Reizblase hat oder auch seine Prostata stärken möchte. Und diese Wurzeln, die erntet man am besten im März oder im Oktober. Wenn man einen Brennnessel-Wurzeltee herstellen möchte, da habe ich euch ein kleines Rezept mitgebracht. Nämlich nimmt man einen Teelöffel von diesen Wurzeln, man schneidet es ganz klein und übergießt es mit einer Tasse kaltem Wasser und das bringt man dann zum Kochen und lässt das dann 10 Minuten ziehen, ja, lässt das einfach stehen und gießt es dann danach ab. Und das kann man dann dreimal am Tag trinken, jeweils eine Tasse, wie gesagt, wenn man eine Reizblase hat oder auch Probleme mit der Prostata. Die Brennnessel allgemein hat eine stoffwechselfördernde Wirkung. Sie wirkt harntreibend und auch harnsäureabführend und insgesamt entgiftend. Also ein ganz tolles Kraut, wenn man einfach merkt, ich muss durch meinen Körper ein bisschen was Reinigendes durchschicken, dann trinkt man einfach eine Weile lang Brennnesseltee. Und es empfiehlt sich auch immer eine lange anhaltende Anwendung hier zu praktizieren. Brennnessel ist ein toller Tee für Frauen. Die Samen stärken vor allem bei der Erschöpfung während der Wechseljahre und sie wirken stärkend nach der Geburt. Außerdem fördern die Samen der Brennnessel auch die Milchbildung nach der Geburt.
hier eine milchbildende Teemischung, die ich euch mitgebracht habe. Man nimmt etwa 25 Gramm Brennnesselblätter, Anis und Fenchelsamen und mischt das mit Majorankraut. Und das brüht man dann auf mit heißem Wasser, lässt es 10 Minuten stehen und trinkt dann dreimal täglich eine Tasse, wenn man Probleme hat mit der Milchbildung nach der Geburt. Dann soll das, diese Teemischung, euch helfen, dass das besser funktioniert. Die Wurzel oder der Wurzeltee von Brennnessel wirkt krampflösend, entzündungshemmend und ausgleichend auf das ganze Immunsystem. Wie gesagt, Brennnesseltee ist ganz toll, wenn man Probleme mit der Prostata hat. Es verbessert die Symptome, vor allem wenn man im Frühstadium ist, dann ist da ganz gute Heilungschancen. Man kann mit Brennnessel sich regelrecht durchspülen, wenn man entzündliche Harnwegserkrankungen hat. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe das damals nicht mit Brennnesseltee gemacht, mit einem anderen Kraut, aber Brennnessel hat die gleiche Wirkung. Also wenn man das nicht unbedingt mit Antibiotika behandeln möchte, was ja nicht so sinnvoll ist, sondern das mit natürlichen Sachen machen möchte, dann empfiehlt sich Brennnesseltee ganz besonders. Andere Anwendungsgebiete sind zum Beispiel die Rheuma oder auch Gicht und Hautkrankheiten oder auch zur Blutreinigung ist Brennnesseltee ganz, ganz toll. Man kann Brennnessel auch für die äußerliche Anwendung benutzen natürlich. Man kann sich eine Tinktur herstellen und das hilft dann bei neuralgischen, bei arthrotischen und rheumatischen Schmerzen und dann kann man sich damit einreiben und das Ganze hilft dann ganz toll. Ja, auch wenn man zum Beispiel Gelenksteifigkeit hat und Schmerzen an den Gelenkknorpeln, dann ist so eine Tinktur von Brennnesselkraut sehr wohltuend und hilfreich. Und es verhütet auch das Voranschreiten von Knorpelabbau an den Gelenken. Die positive Wirkung bei Rheuma ist von der Wissenschaft sogar bestätigt worden. Man hat herausgefunden, dass das Brennnesselkraut die Produktion der für die Entzündung verantwortlichen Zytokine hemmt. Und dadurch nehmen die Entzündungen und der Schmerz und auch die Überwärmung, die Schwellung und ein Gelenkerguss ab. Und auch eine Rötung kann dadurch wieder rückgängig gemacht werden. Eine Langzeitstudie hat ergeben, dass durch die Behandlung mit Brennnessel Schmerzmedikamente sehr viel geringer eingesetzt werden müssen, bis sozusagen auch dann abgesetzt werden können. Aber natürlich immer in Absprache mit deinem Arzt, wenn das dich betrifft. Der Hesekiel schrieb einmal: Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Wir wollen schon hier auf der Erde entdecken, dass die Kräuter, die Gott auf die Erde an uns auf der Erde gegeben hat, uns helfen können. Und das wünsche ich euch, dass ihr die Brennnessel als ein Kraut entdeckt, das euch helfen kann. Zwei Bücher möchte ich euch an die Hand geben. Alles über Heilpflanzen und Heilkräfte der Pflanzen. Zwei ganz tolle Helfer, wenn es darum geht, die Welt der Kräuter zu entdecken. So rum. Und ich möchte mich verabschieden mit einer Tasse Brennnesseltee. Bis zum nächsten Juul TV.